So, jetzt gucken wir gleich nochmal an, wie es ihm geht. Guck mal, der Dodo will auch mitmachen. Wenn du ein hohes Level hast, zähme ich dich, ne? Kein Problem. 48. Gucken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fütter ihm mal. Wenn wir die Bären kriegt er noch. 80%. Ich glaube, wir müssen ihm halt nicht mal Narkosemittel geben. Ich glaube, das geht einfach so. Ich glaube, das ist okay, so wie es ist. Na du. Level 112er. Wer bist du? Da ist Edward, warte. Mit den Scheren Händen. Wie ist der böse und tötet mir jetzt mein Tame hier. Ey, das wäre jetzt aber wirklich absolut kacke. Bitte nicht. Einfach wegbleiben. 90,9. Ah Gott. Komm mal hinne. Das ist wichtig, gerade für dein Leben und für meins. Der lief halt schon quasi ganz daneben rum. Ich denke, nicht viel mehr hat mir gefehlt. Dann wäre er auf ihn losgegangen und auf mich. Dann wäre es das gewesen mit dem Traum vom neuen Dino. Okay, benennen machen wir gleich, das geht ja immer noch. Level 166. Okay, der folgt mir. Nix wie weg. Lauf, Junge. Komm, hopp, 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 hopp. Los, 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 los. Nix wie weg. Wir gehen wieder heim. So, der ist hier nett. Und mit 9 was trinken. So. Aber was ich den Andi auch noch fragen muss, hier sind wir gerade sicher. Hau rein. Nein, 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 verschwinde. Haust du ab. Gehst du weg, gehst du von meinem Dino weg. Gehst du von meinem Dino weg. Er will ihn töten. Er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Aber er hat doch als erster geantwortet, ne? Oder nicht? Hä? Lass mich doch schreiben. Hä? Ich hab nicht schreiben dürfen. Habe ich gerade auch schon. So. So. Komm mit hier. Folge mir nach Hause. So, Zitronensamen, was habe ich da gerade gelesen? Was? Wo habe ich die denn her? Zitronensamen. Okay, wer hat mir die denn in die Tasche gesteckt? Ich habe fremde Samen in der Tasche. Was ist denn da los? Ich parke ihn jetzt einfach mal hier hinten. Ich würde ihn jetzt einmal hier so hinstellen. Ja, warte. Kommst du her? Hey, hey, komm doch her. Hier. Hier, schau. Wenn du dich hier so hinstellst, da kann dir nichts passieren, da bist du sicher. Soll ich bloß noch hier alle anhalten? So, und jetzt gucken wir mal ins Inventar auf die Stats. Okay, das nehme ich wieder mit. Und dann kriegst du noch einen Haufen Bären. Guck mal an, da kannst du
tagelang essen. Ja, das wird dir gefallen. Schau an. So, Ausdauer. Nahrung ist natürlich sehr hoch. Die Dinos können natürlich auch eigene Stats haben, unterschiedliche. Meistens Dino besser auf Gesundheit gelevelt, ein anderer mehr auf Gewicht. Man kann natürlich auch Pech haben und dann ist er irgendwie auf Sauerstoff gelevelt oder auf Nahrung. Was nicht so unbedingt notwendig ist, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Dino. Vor allem, er schaut auch cool aus, so. Diese orangen Streifen, ja doch, der hat was, der gefällt mir. Ich mag dich. Deinen Namen werde ich mir später überlegen. Jetzt bringe ich mal ganz kurz die Narkobären und das verdorbene Fleisch weg. Und dann mache ich mich auf den Weg. Und zähle vielleicht gleich noch einen Dino, wenn wir schon dabei sind. Warum nicht? Hier ist Fleisch, verdorbenes. Boah, haben wir viel gesammelt. Hoho. Okay. Könnten wir eigentlich gleich das Fleisch noch braten, bis wir wieder losgehen. So. Na ihr? Herrlich. Wollen wir ganz kurz gucken? Stimmt da alles? Ja. Guck mal an. Und gestern einfach alles hier runtergestellt und komplett panisch, weißt du? Ach ja. Ach ja. Schön. Fehlt immer noch ein bisschen Metall. Ich weiß was, ich gehe jetzt mal schnell Metall sammeln. Da unten sind noch die... Guck mal, wie viele runde Steinchen da sind. Hohoho, ja, wir haben kein Metallproblem mehr. Hol ich mir noch schnell was. So. Bisschen angeln könnte ich auch mal wieder. Ich meine, das Netz habe ich ja noch irgendwo. Hoffe ich zumindest. Aber... Solange es irgendwie läuft mit dem Essen, muss ich es ja nicht. Da läuft schon wieder ein Dilo. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Metall. So. Welches Level hast denn du? Vielleicht zähme ich dich. Gehen wir auf Zähming-Tour. Level 20. Na. Level 20, das ist doch viel zu schlecht für uns hier. Das ist nämlich nur Essen. Du isst es nicht. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Oh Mann. Ja, mein erster Tod müsste eigentlich auch bald mal passieren. Das kann ja gar nicht sein. Ich lebe schon wieder viel zu lang. Warte ich hier? Was ich auch mal interessant fände, was natürlich irgendwie nicht cool ist in der Umsetzung, aber der Gedanke ist ganz interessant, wenn man die Zeiten, die hier der Tag hat und die Nacht in Ark, an die in der echten Welt anpasst. Ach, hau doch ab. Ganz ehrlich. Nee. Also jetzt wirklich nicht. Beim besten Willen. Du kannst jetzt mal ganz fett weggehen. Hier. Danke. Wenn man die Zeiten anpassen würde, an die im echten Leben, quasi, dass ein Tag wirklich 24 Stunden dauert, mit der gleichen Zeit an Helligkeit und Finsternis. Nur ist das Ding halt dann, dass die Nacht extrem lang dauert und wir wissen alle, in der Nacht sieht man gar nichts und das wäre schon sehr nervig. Deswegen... glaube ich, wird es eher nicht passieren. Aber der Gedanke ist schön. Der Gedanke hat schon was. So Metall sollte ich dann auf jeden Fall mal ein bisschen haben. Braucht doch genug für die Sichel. Mal gucken. Level up. Wir können uns einen Sattel bauen. Jawohl. Geh nochmal auf Gesundheit. Wo ist er? Wo ist er? Parasaurus-Sattel. Rüst deinen Parasaurus damit aus, um auf ihm zu reiten. Let's go. Ich glaube, so viel Leder habe ich nicht. Das ist ein Problem. Shit. Aber daran scheitert es nicht. Kriegen wir schon hin. So, Level 31, 32 hier. Toilette. Ja, kostet ja auch zum Glück fast gar nichts. Dino-Nycho-Sattel. Okay. Wenn sie meinen... Ich glaube, das lasse ich dann auch erstmal so, bis wir wieder was brauchen. Die Punkte mal aufgehoben. Zurück nach Hause. Zu meinem Essen weiß ich bis jetzt noch nicht. Irgendwie, es kommt mir schon so vor, als würde man relativ schnell die Sachen verlieren hier. 38 Grad. Warte, wo ist es hier? Das ist ja absolut übel. 38 Grad, also da würde ich ja mal komplett eingehen. Wo ist denn mein kleines Viechchen? Da ist es. Hier oben läuft ein Dodo rum.
Ist auch noch einer. Mein kleines Dodo-Heim hier. Folgeabstand Mittel? Was? Ach so. Das hat gar nichts damit zu tun, ob er uns folgt, aber nur wenn er uns folgt, wie weit er dann wahrscheinlich von uns weg ist. So. Habe ich denn hier noch genug Leder? Nein. Sehr gut. Aber ich kann hier schon mal... Oh ja, wir haben 4 Metall gesammelt. Perfekt. Aber ich kann hier auf jeden Fall mal ein bisschen was noch rausnehmen. Da? Echt nicht? Ich hab genug. Jawohl. Hier, Parasaurus-Sattel herstellen. Yes! Unser erster Sattel. Die Dodos können wir ja leider nicht reiten. Aber den Parasaurus ohne Probleme. So. Okay, warte, dann pass mal auf, dann tue ich hier noch ein bisschen Fleisch rein. Das nehme ich mal mit. Und dann mache ich mich tatsächlich mal auf. Hinaus in die weite Welt. Oh ja, wir werden jetzt den ersten Dino reiten. Hier erstmal Level up. Boah, worauf gehe ich denn? Gewicht oder Gesundheit? Ich würde fast mal auf Gesundheit gehen. Dass er ein bisschen was aushält. Oder sie natürlich, das ist ein Weibchen. So, und jetzt hier. Der Sattel. Und jetzt können wir reiten. Na du? Hm? Du Süßer. Unser erster Ritt. Eine Errungenschaft. Dein erster Ritt sogar. Hier, guck mal an. Okay. Ja, steuert sich gut. Dann wollen wir mal. Dann können wir jetzt einfach mal hier an den Strand reiten. Andi besuchen. Und Richie. Wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Ich komme hier auf jeden Fall nicht durch. Boah, was ist denn jetzt? Jetzt haben wir ein großes Hitzesymbol. 44 Grad. 44 Grad, obwohl es regnet. Warum nicht? Ich werde dich nicht antreffen. Oh, aber euer Zuhause werde ich wenigstens mal sehen, was da so passiert ist. Das dann immerhin. Aber wir haben gerade, ich muss das ja gar nicht schreiben, wir haben gerade 44 Grad beim Regen. Das ist halt, das ist absolut übel. Wie viel ist es dann ohne? 50? So, ich laufe hier mal ein bisschen ins Wasser. Will ich mal nochmal meinen Beutel auf. Ich hoffe, ich kann das machen. Warte, ich steige einfach mal ab. Weiß nicht, ob ich das machen kann, wenn ich auf dem Dino sitze. Die Kompis greifen einen Dilo an. Oh lol. Man kann auch in Ego-Perspektive reiten, wenn man will. Aber ich bleibe in der Third Person, das schaut ja ganz gut aus. Hier ein Trike, welches Level hast du? 40. Vielleicht finden wir uns noch was Schönes, das wir zähmen können. Ist noch ein Trike. Wenn es halt nicht so warm wäre. 16. Ich meine, eigentlich wäre mir ja das Level egal, aber man muss in Ark halt wirklich ein bisschen drauf achten, was die für ein Level haben, weil wenn man sich hier ein Level 1er Dino holt, dann haben die halt nicht wirklich viel Leben und gute Werte. Und dann endet das halt ziemlich schnell in den meisten Fällen mit denen, wenn du mal irgendwo in einen kleinen Kampf kommst oder überfallen wirst von welchen Dinos. Deswegen immer mal schauen, dass die ein bisschen mehr aushalten, deswegen auch ein hohes Level. Das ist dann schon ganz gut. Jawohl. Hm. Bisschen schneller könnte er noch sein. Aber Geschwindigkeit können wir auch noch leveln. Oh, da die Nudel hat aber auch schon gut gezähmt. Not bad. Parasaurus hat mich entdeckt. Was? Das ist wahrscheinlich von der Nudel. Okay. Der rote Parasaurus, das könnte er sein. Oder? Ich weiß es nicht, aber er könnte es sein. Hier liegt Fisch. Kann ich den... Also man kann zuschlagen mit einem Dino. Aber es passiert dabei nicht wirklich was. Jetzt gucke ich mir mal das Level an. 4. Wir haben natürlich auch einen Rechtsklick mit dem Dino. Hat einen Feind entdeckt.
Da können wir mit dem Parasaurus einen Scan machen und die Umgebung absuchen. Und so finden wir halt auch im Busch oder so andere Leute und was hier einfach schon gebaut wird. Ja. Sei gegrüßt, werter Reisender. Ach krass. Ist es ein Raptor? Die haben hier einen Raptor. Ein Raptor. Und das Ding weiß ich nicht, was ist das? Ein Baryonyx. Okay. Die schauen böse aus. Krass. Und wer bist denn du? Bist denn du? Warte mal. 88. Alles klar. Wahrscheinlich das Level, bei dem sie ihn gezähmt haben. Der schaut ja richtig schön aus. Oha. Der ist ja mal absolut schön. Majestätisch. Ein Argentavis. Das ist das Level? Jo. Und hier hinten, hier links, da haben wir einen Parasaurus, aber einen ganz besonderen. Der schaut nämlich so aus, weil es auf der Karte auch Tech-Dinos gibt. Einfach Tech-Varianten von den Dinos. Und die haben dann so einen, ja, so einen Roboter-Style. Und die kann man sich auch ganz normal zähmen. Die schauen aber auch echt cool aus. Level 200. Techno-Techie. Jo. Krass. Marschiere ich mal weiter. Besuchen wir mal die Nudel. Hier. Der war Level 129. What? Ach stimmt, die Tech-Kreaturen können ja ein bisschen höher sein. Kurz gewundert, war eigentlich ist das Maximallevel ja 120, aber die Tech-Viecher, die können tatsächlich ein bisschen drüber gehen. So, wenn wir jetzt hier ein bisschen zuschlagen in den Büschen, dann sammeln wir tatsächlich auch Beeren. Und das nicht wenig, also da sind die Dinos schon echt gut für. Ein bisschen Sachen sammeln. Es gibt später auch noch Dinos, mit denen man Metall farmen kann und Steine und so Sachen. Was ist im Chat? Ich hab's nicht gelesen. Bei Tech ist das immer ein bisschen höher, jo. Ist natürlich dann auch ganz cool, ne? Dann kannst du halt so eine überstarke Kreatur fast schon kriegen. Huch. Oh nein. Das sind auch diese Vögel. Das ist das Einzige, was ich hier am Strand hasse. Diese Viecher. Die sind so schlimm. So, dann gucken wir mal. Setzen wir mal schnell ab. Ich glaube, die Nudel hat da was vergessen. Level 22. Level 17. Haben wir auch noch keine Namen, oder? Nee. Da heißen aber nur so, wie sie da stehen. Und da oben sitzt die Nudel. Ich guck ihn an. Da sitzt er auf seinem Schränkchen. Ach, schön. Ja. Schönes kleines Heimchen hier. Not bad. Reite ich mal weiter. Schauen hier, wenn ich scanne. Bin ich denn da? Der hat da noch was drin sitzen. Wahrscheinlich einen Dodo. Wenn ich da mal ein bisschen umschaue, das wird sehr wahrscheinlich ein Dodo sein. Okay, dann marschiere ich mal weiter. Ich traue mich jetzt halt aber auch nicht irgendwie zu sehr in irgendeinen tiefen Wald, denn sonst ist der Parasaurus wahrscheinlich auch gleich wieder weg. Und das muss auch nicht sein. Die Dinger hier kann man nicht zähmen, glaube ich. Muss man ja auch nicht. Ich meine, wozu denn? Was ist denn das Wort? Wie heißt denn das? Trilobit. Irgendwie eklig, aber faszinierend zugleich. Ja. Töten. Jo, aber muss ich ja jetzt nicht. Ich brauche ja nichts von dem. Chitin. Der macht nichts. Dann probieren wir es, komm. Richie ist aber schuld. Ich hätte dich am Leben gelassen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Bleib stehen. Bleib stehen. Lauf nicht weg. Aber so, dass er nicht ins Wasser abhauen kann. Ja, dann habe ich ja erwischt. Alles gut. So, und jetzt nehme ich die Axt, nehme ich an. Öl und Siliziumperlen. Was? Oh. Oh. Okay. Interessant. Not bad.